Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von kitr.de. Damit wir das Schärfen und Rauschen in Lightroom letztendlich abschließen können, habe ich jetzt hier noch einen kleinen Quicktipp. In diesem Quicktip geht es darum, wie du das Rauschen mit Hilfe von Lightroom schon automatisiert aus deinen Bildern herausrechnen kannst. Um mit der automatischen Rauschreduktion starten zu können, musst du zuerst was in den Voreinstellungen abändern. Die Voreinstellungen findest du hier oben unter Bearbeiten. Hier gibt es den Menüpunkt Voreinstellungen, den erreichst du auch mit Steuerung und W. In den Voreinstellungen selber haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen. Mich interessiert für dieses Video hier nur der Reiter Vorgaben. Da klicke ich drauf und dort befindet sich eine Einstellung, die heißt Standardeinstellungen an ISO-Wert der Kamera ausrichten. Den hake ich an, bestätige das Ganze mit OK. Danach wechsle ich hier von meinem Entwickeln-Modul, wo ich aktuell mich drin befinde. Wenn du natürlich schon im Bibliotheksmodul bist, brauchst du das nicht mehr machen. In das Bibliotheksmodul. Im Bibliotheksmodul solltest du sicherstellen, dass unter Ansicht der Haken bei Filterleiste anzeigen gesetzt worden ist. Danach klickst du mal hier oben so an der Kante einmal doppelt rein, sodass du jetzt hier diese Bibliotheksfilter angezeigt bekommst. Bei mir steht es aktuell auf keine und ich werde hier von keine auf Metadaten wechseln. Ich kann das Ganze hier auch größer ziehen und kann es hier auch noch hier verschiedene Filter mir einblenden lassen. Und wenn es hier bei dir der ISO-Wert nicht dabei sein sollte, klickst du hier oben auf Standard Spalten und gehst jetzt hier mal auf Belichtungsinformationen. Und hier haben wir alle ISO-Werte, mit denen du bisher gearbeitet hast. Es empfiehlt sich, den Wert von ganz hoher ISO-Zahl bis zur niedrigsten ISO-Zahl anzupassen. Deswegen beginnen wir hier mal mit ISO 3200. Und hier hätten wir das erste Foto. Ich gehe hier in das Entwicklungsmodul. Und schau mal, ob wir hier schon irgendwelche Änderungen gemacht haben. Nein, scheinbar noch nicht. In den Details auch nicht. Das ist ganz wichtig. Okay. Und ich werde mir jetzt hier einfach mal meinen Wert für das Rauschen bei ISO 3200 einstellen. Ich gehe, wie gesagt, ich gehe nicht höher wie 25. Aber den Kontrast werde ich ein bisschen auf nach oben nehmen, so um die 50. Und das Farbrauschen werde ich auch auf 50 einstellen. So habe ich das jetzt als allererstes mal ein bisschen grundentrauscht. Drück jetzt die Alt-Taste und achte mal hier unten auf den Button zurücksetzen. Der ändert sich in dem Button als Standard festlegen. Da klicke ich einmal drauf und bekomme jetzt den Hinweis, dass ich jetzt hier für das Kameramodell, für diese ISO-Empfindlichkeit meine Standard-Entrausch-Einstellungen vornehmen kann. Und ich kann jetzt hier mit dem Button auf aktuelle Einstellungen aktualisieren, das Ganze einstellen. Und alle Bilder, die ich jetzt in Zukunft mit ISO 3200 fotografieren werde, bekommen die automatischen Einstellungen. Das Ganze ist aber halt nur für die Zukunft. Für die Vergangenheit geht es noch nicht so richtig. Aus dem Grund müssen wir nochmal in die Bibliothek zurück. Ich mache die hier mal auf und gehe jetzt hier auf alle Bilder. Damit du jetzt alle Fotos aus der Vergangenheit, die wohl auch mit ISO 3200 aufgenommen worden sind, mit dieser Rauschreduzierung versehen kannst, gehst du jetzt hier oben wieder auf die Bibliothek, wechselst hier auf der linken Seite bei Katalog auf alle Fotos und drückst STRG und A, damit du alle Bilder ausgewählt hast und kannst jetzt hier unten bei Einstellungen synchronisieren einmal draufklicken und jetzt kannst du hier die Rauschreduzierung anhaken und alles synchronisieren. Für die nächste geringere ISO-Zahl gehst du gleichermaßen vor, wählst ein Foto aus, das mit der ISO-Zahl angefertigt worden ist, setzt den Wert hier rein. Ich würde jetzt hier bei einer nächsten tieferen ISO ein bisschen weiter runtergehen, hier mit der gedrückten Alt-Taste wieder auf Standard festlegen und dann mache ich das für ISO 2500 mit ISO 1000, mit ISO 800, mit ISO 640 und so weiter, alle gleichermaßen. Wo du dann aufhören möchtest oder wie hoch du gehen willst, ist vollkommen dir überlassen. Somit bekommst du auf jeden Fall schon mal eine Grundrauschreduktion in deine Fotos vollkommen automatisiert in dein Bild. Das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn du spezielle Lightroom-Fragen oder mit Lightroom-Probleme haben solltest, kannst du mich gerne per E-Mail kontaktieren. Die URL befindet sich dazu in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen haben sollte, lass mir einen Daumen nach oben. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook,
Folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.